aufregen. Habe ich eigentlich geguckt, ob der mir was hinterlassen hat? Ja, Alzheimer setzt mal wieder ein. Okay, der hat nix. So, hast du mir was hinterlassen? Aha. Yes. Automatikmuni. Ja, okay. Ich glaube, Tomb Raider 2 habe ich ja schon längst durchgespielt und das ist ja jetzt ein neues Projekt. Abgesehen davon sind wir halt im ersten Level, deswegen wer weiß, ob wir diese Munition nicht eventuell noch gebrauchen könnten. Genau, das ist diese eine Schlucht hier, wo diese Gegenstände drin rumlagen. Und ich fand das früher immer extrem kompliziert, sich das Zeug da unten zu holen. Da ganz unten, also in der Ecke, sieht man auch, dass da die Uzis liegen. Jetzt muss ich halt irgendwie überlegen, wie das ging. Man konnte sich hier irgendwie... ich wollte nicht loslassen. Okay. Das war schon mal ein bisschen gefailed. Naja, jetzt haben wir schon mal... Wow. Lara steht mit einem Fuß auf der Luft. Interessant. Okay. Lassen wir uns wieder hier runter und diesmal lass nicht los. Ja, genau. Ich muss mich nach da hangeln. Beziehungsweise nach da springen, weil hier geht das ja nichts. Hier geht das halt nicht. Und man kann sich nicht durch solche ganz schön schrägen Dinge halt hangeln, deswegen wird das hier nix. Also können wir Lara gleich sterben lassen. Da liegt das Medipack und die Uzi-Munition. So, wir müssen darüber... Nein, nicht rückwärts springen, vorwärts springen und Rolle machen. Genau. Na, halt dich doch fest! Gut. Wir haben ja 1000 Versuche. Versuch! Rutsch rückwärts, ja. Okay. Ich hätte ein bisschen weiter nach links springen müssen. Das ist voll bescheuert hier. Ja, okay. Mit Anlauf am besten. Nein, mach doch die Luftrolle! Okay, sie rutscht rückwärts. Nein! Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass sie irgendwie rückwärts rutscht und habe mich nicht festgehalten. Okay, das kann hier noch ein paar Stunden dauern, bis ich das hier geschafft habe. Egal, wir haben Zeit. Also Lara, lande doch mal auf der Schräge. Ja, jetzt sieht man übrigens, dass da ein Medipack liegt. Ich werde das jetzt so lange machen, bis ich diese verdammte Stelle schaffe. So, springen, rückwärts, genau, festhalten. Ja, jetzt ist die nächste Frage, wie wir hier runterkommen. Denn an einer bestimmten Stelle stirbt die Lara nicht. Ich glaube, das war hier. Ja, super. Jetzt hatte ich es einmal geschafft und dann ist die an der Höhe gestorben. Ach, ich bin auch voll doof. Ich sollte am besten mit vollem Leben darunter springen. Weil das hier, glaube ich, auch so eine mega knappe Stelle ist, wo Lara halt... Wo sie halt nur noch so ein Fitzelchen an Leben übrig hat, wenn sie sich da runterlässt. Also wenn man hier runterspringt. Im Tomb Raider 2 gab es ja im Level an Deck so eine Stelle. Genau. Seht ihr Laras Lebensanzeige? Da ist nur noch ein Millimeter an Leben. Und ach du Scheiße, wir haben gar keine großen Medipacks mehr. Bin ich so verschwenderisch umgegangen? Beziehungsweise bin ich so schlecht, dass ich die ganze Zeit Medipacks einsetzen muss? Ja, okay. Oder ich habe die ganze Zeit nur die großen Medipacks eingesetzt. Egal, dafür liegt hier wieder eins rum. Und das Allerwichtigste, hier liegen die Uzis. Her damit. So, wie viel Schuss sind da drin? Das schauen wir uns doch mal an. Ja, 400. Ist eigentlich relativ okay. Gut, dann klettern wir hier die Eiswand hoch. Ja, irgendwie auch voll seltsam hier mit dem Licht von der Fackel, wenn man damit auf solchen Leitern hochklettert. Wird die Leiter immer dunkel und wieder hell. Dunkel und wieder hell. Da, seht ihr es? Jetzt ist es wieder hell. Achso, okay. Hier, das ist übrigens auch voll die interessante Stelle. Man klettert hier hoch und auf einmal ist da so eine Eiswand hinter einem. Also das letzte Mal, als ich hier war, war hier auch diese Eiswand und man konnte hier nicht rausspringen. Aber wenn man von der anderen Seite kommt, ja, dann ist das halt leer, ne? Dann kann man da durch. Und dann ist da auf einmal wie diese Eiswand, als wäre man durch ein Portal durchgelaufen oder so. Achso, das ist die Leiche von dem einen Kerl, der auf dem Schneemobil gefahren ist. So, die Tür haben wir gerade geöffnet. Keine Angst, ich vergesse mein Schneemobil nicht. Ich will nur noch eben den Kerl hier töten. Stirb.
Ach ja, Leute, schaut euch das mal an. Ist das nicht einfach mal eine geile Aussicht hier? Man sieht hier, glaube ich, so kilometerweit, wenn diese Schwärze hier, wo einfach nichts drin aufgebaut ist, nicht mitzählt. Und vor allem dieser Himmel. Also ich persönlich habe noch nie in meinem Leben Polarlichter gesehen, weil ich, ja, keine Ahnung, ich verreise halt nicht so in den zum Norden oder so. Deswegen, was ist da, was ist eigentlich da unten? Ich lasse mich einmal kurz hier runter, um einfach mal zu gucken. Ich glaube, das ist hier einfach nur so eine. Wow. Okay, hier geht's ganz schön tief hinunter. Glaube ich. Ist hier irgendwas? Ja, man kann hier halt sterben, aber. Ja, ich denke mal nicht, dass da unten irgendwas ist. So, hast du mir was hinterlassen? Nein. Ich würde mal ganz gerne in meinem Leben so Polarlichter sehen. Ja, das habe ich noch nie gesehen und das wäre irgendwie was voll Geiles. Vor allem, ja, okay, was soll eigentlich dieses Orangene da? Ich weiß es nicht. Seltsame Texturen. Aber egal, man kennt es ja nicht anders in Tomb Raider. Egal, dann holen wir halt wieder unser Schneemobil und sehen mal zu, dass wir hier endlich weiterkommen. So, umdrehen. Hoffentlich kann ich jetzt mit dem Teil besser umgehen als in den letzten Parts oder als in Tomb Raider 2. Das war ja irgendwie schrecklich da. Aber Moment, ich glaube, dass von da Kugeln kommen werden. Ne, roll weiter. Ich meine, fahr weiter. Oh, da ist ein Kerl. Überfahren. So. Ist hier noch irgendetwas? Okay, hier ist nichts. Aber wir sind einen ganz schön langen Gang hier entlang gefahren. Erstmal wieder zurück. Ich will schauen, ob hier irgendwas liegt. Kommt der denn her? Okay, da liegt schon mal ein Medipack. Das holen wir uns wieder. Da ich sie ja irgendwie fast alle aufgebraucht habe. So, und die Munition holen wir uns. Und jetzt ist hier wieder diese geile, epische Musik. Oh, der hat uns einen Schlüssel hinterlassen. Das können wir da vorne, glaube ich, einsetzen. Ja, das ist voll episch. Schlüssel zum B-Schacht stand da, glaube ich. Ja, der B-Schacht. Da können wir auch mal gleich reingehen. Das ist hier. Uah! Wo kommt dieser Tiger auf einmal her? Okay, egal. Ich will jetzt ganz ungern, dass der mich hier runterschubst. Waffen aus. Wer weiß, ob hier nicht wieder sowas kommt. So, lauf mal hier rein. Ich weiß nicht, ob ihr die Gegend erkennt. Na, auf jeden Fall gab es hier so eine ähnliche Gegend. Und zwar direkt unter uns. Ja, das ist. Das ist hier nämlich genau dieselbe Gegend wie aus dem Erd. Hier so ein Schacht, das gab es auch unter uns. Und das war dann, glaube ich, der Arsch. Ich weiß nicht, wie ich das genannt habe. Jedenfalls ist das wieder so eine Gegend. Ich habe wieder Schiss, dass Lara hier durchfällt, wenn ich dagegen laufe. Falls ihr euch noch an irgendeins der letzten Videos erinnert, wo mir das passiert ist, die Fackel, die können wir nach wie vor durchschmeißen. Ja, und ich schmeiß Lara da auch mal runter. Okay, jetzt geht's auf einmal nicht mehr. Oder? Nee. Auf jeden Fall hat man da irgendwie gesehen, da unten, dass da auch das Fenster aus der unteren Etage zu sehen war. So, und wir öffnen die Tür und gehen gleich dahin. Ja, auf der unteren Etage war dann übrigens so eine. Genau. Genau so ein Ding. Das ist die Gegend, wo wir die Automatics gefunden haben. Ich finde das hier wirklich voll interessant, wie diese Gegenden aneinander ge also wie die halt aneinander geknüpft sind. Okay, da können wir nicht durchfallen. Da kann Lara aber auch bestimmt wieder ihre Fackel durch. Ich frage mich übrigens, falls man sich hier hinunterlässt, kann man dann irgendwie wieder hier hoch? Weil das wäre ja richtig gefailt von Core Design, wenn man tatsächlich sich darunter lässt, speichert und dann gar nicht mehr hoch kann. Ich habe das jetzt übrigens noch nie ausprobiert und mich würde das irgendwie voll interessieren. Ach, wisst ihr was?
Ich will jetzt hier weiterlaufen. Ich mache das jetzt in meiner Freizeit. Wenn ich Zeit dafür habe, dann schaue ich mir an, ob das geht. Aber jetzt fahren wollen wir erstmal weiter. Ich wollte gerade nach da hinten laufen, um mein Schneemobil zu holen. Dann ist mir leider aufgefallen, hier können wir unser Schneemobil nicht mehr mitnehmen. Die Stufe ist wahrscheinlich absichtlich viel zu hoch. Ach du Sch. Egal, ich will mich gar nicht darüber aufregen. Ich bin hier in einer voll geilen Gegend mit Polarlichtern. Das. Ja, das ist Grund genug, um gechillt an die Sache ranzugehen. Was? Keine Ahnung. Egal. So, hier kommen doch auch noch welche. Uhu. Ja, genau, da vorne. Ich. Oha, zwei Stück. Wie nett. Toll, Sackgasse. Ihr könnt mich mal. Stirbt. Oh Mann. So. Oh, ist meine Muni gerade an? Achso, nee, ich habe die eingesteckt. Okay. So, dann nehmen wir uns mal die ganze Munition hier auf. Medipack. Und da dort auf dem Podest oder Tisch oder whatever das sein soll, liegt Munition rum. So, her damit. Ich weiß, ich zünd hier die ganze Zeit Fackeln und habe jetzt wahrscheinlich nur noch 4 oder 5 Stück oder so, aber ja, ich will nicht, dass das LP halt dunkel ist. Achso, okay, das ist das Fenster. Oh, ich höre hier einen Vogel und ich sehe einen Vogel und ich sehe aus wie ein Vogel mit meiner braunen Jacke. Gell, Lara? Jo. Das ist voll dunkel hier. Ich laufe gerade voll ins Dunkle rein und das erinnert mich voll an diese Stelle aus Tomb Raider 2, aus den Katakomben des Talion, wo dieser eine Yeti einfach aus dem Dunkel gekommen ist. Das ist irgendwie voll der Gegner. Ich hab mal Bock, die mit meiner geilen M16 abzuballern. Weil das epic ist. Stirbst du jetzt mal? Und versteck dich vor allem nicht. Das ist voll feige von dir. Alter, wo läuft der denn hin? So, jetzt ist er tot. Hast du mir eigentlich was hinterlassen? Ich. Ja, nee, ich denke irgendwie nicht, dass die einem was hinterlassen können, denn ich denke, dass man da irgendwie gar nicht hochkommt. Jo, wieder voll dunkle Gegend hier. Diese. Oh, das erinnert mich gerade wirklich an alte Zeiten. Also ich habe dieses Spiel mal ganz gerne so um 6 Uhr morgens oder so gespielt, weil, keine Ahnung, so als kleineres Kind, da ist man irgendwie. Oh, da taucht schon wieder einer auf. Ich weiß nicht, so im jungen Alter braucht man irgendwie noch nicht so viel Schlaf und kann schon um. Ja, braucht. Ja, ich zumindest. Ich konnte halt voll früh aufstehen und habe das dann immer ganz gerne um diese Uhrzeit gespielt und das erinnert mich gerade irgendwie voll dran. Weil das hier von der Atmosphäre her auch irgendwie voll wie so ein früher Morgen ist. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein früher Morgen, denn im nächsten Level sieht man einen Sonnenaufgang und 2 Level danach sieht man halt eine voll helle Gegend. Deswegen glaube ich, dass das hier eher ein Sonnenaufgang ist. Also, dass das eher eine Morgendämmerung ist und keine Abenddämmerung. So, gibt's in dieser großen Gegend eigentlich noch irgendwas? Ich habe mich hier gar nicht so richtig umgeguckt. Ja, okay. So viel gibt's ja auch nicht zu sehen. Hä? So, hier gibt's gar nichts zu sehen. Ihr seid voll langweilig. Ich gehe wieder. Ich suche mir ein anderes. Whatever. Eine andere Militärbasis, wo ich meine Freizeit verbringen kann. Wow. Das ist irgendwie auch voll neu, dass Hintergrundmusik sich ändern kann, glaube ich. Also ich habe das zumindest in Tomb Raider 2 noch nie erlebt. Okay, hier ist tatsächlich nichts. Hier sind einfach nur ein paar Eisblöcke, die irgendwie voll YOLO aussehen. Was? Ich weiß auch nicht. So, egal. Schwimmen wir hier weiter. Und ich würde mal sagen, dass wir eigentlich mit dem Level fast durch sind, oder? Ja, liebe Leute, der Kalte Krieg des Levels zu Ende. Nach ganzen 51 Minuten, ich weiß, das ist viel Zeit, aber ich schaue mich in diesen Tomb Raider 2 Levels immer so ganz gerne rum, weil,
mir das irgendwie Spaß macht. Also nicht wundern, weil sonst hätte ich es in einer halben Stunde oder so wahrscheinlich schon durchgespielt. Naja, plus wenn ich mir auch alle Secrets hole. Ja, das ist unsere Statistik vom allerersten Level dieses Spiels. Es fängt ja schon mal geil an. 34 Gegner und so. Der Kalte Krieg, na, jetzt kommt so ein bisschen Geschichtszeug. Also, falls ihr Geschichte in eurer Schulzeit gehasst habt, dann könnt ihr gleich ins nächste Video springen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Kalte Krieg, das ist, glaube ich, sowas gibt's doch irgendwie zwischen der USA und der Sowjetunion damals. Ja, ich weiß nicht. Egal, das sollen jetzt keine pädagogisch wertvollen LPs sein. Das soll euer Hirn richtig verrotten. Deswegen würde ich sagen, was das dann mit, ja, mit dem Level halt. Und wir sehen uns, ja, das war's auch mit diesem Part, was ich eigentlich sagen wollte. Und bis zum nächsten Part, Leute. Ja. Ja, haut halt rein. Ciao.